Vorneweg, ich bin ein großer Anhänger der Kunst von Bodo Wartke, halte ihn nicht für einen Populisten und die Musiknummer Gretchenfrage, die mit den folgenden Einlassungen zur Zwölftonmusik eingeleitet wird, ist ein Höhepunkt musikalischer Comedy. Die Einleitung ist aber auch deswegen hörenswert, weil sie zeigt, wie Populismus funktioniert. Wartke setzt sich ans Klavier und spielt. Wir hörten gerade ein Stück komponiert in Zwölftontechnik. Das hier war weit weg von jeder Zwölftontechnik. Aber diese Töne sollen im später folgenden Dialog zwischen Gast und Kellner ihre Hauptrolle bekommen. Das kann im Publikum allerdings kaum einer beurteilen. Oder wie der Fachmann es bezeichnet, Dodekakophonie. Es gibt zwei Sorten der Satire. Entweder man spielt eine Rolle, in der man sich eindeutig dümmer als das Publikum stellt und Dinge angeblich nicht versteht, die man eigentlich verstehen müsste und die das Publikum umso besser versteht. Ein Meister darin, Gerhard Polt. Oder man gibt den totalen Durchblicker und jeder Witz ist gewissermaßen Demonstration der geistigen Fähigkeiten und verleiht Autorität in Sachfragen. Sein Meister, Volker Pispers. Wartke gibt hier eindeutig den Durchblicker. Er verbindet die beiden Fachwörter Dodekaphonie, der dem Griechischen entnommene Begriff für Zwölftonmusik, mit Kakophonie, Griechisch für Missklang, ein Wort, das dann auch noch so schön nach Kacke klingt. Eine Kompositionsweise, die maßgeblich auf den Komponisten Arnold Schönberg zurückgeht. Es geht hier also eindeutig nicht um schlechte Komponisten, die ihre Unfähigkeit hinter einer bestimmten Technik verstecken, sondern um die Technik selbst. Zwölftonmusik besteht, wie der Name schon vermuten lässt, aus sukzessive Zwölftonmusik von Simultanern. Sukzessiv haben wir gerade gehört. Wie gesagt, das, was er spielte, hat mit Zwölftontechnik nichts zu tun. Simultan klingt so. Das ist ein Cluster aus allen Tönen. Das kommt in der Zwölftonmusik praktisch nicht vor. Dafür annähernd immerhin in Gustav Mahlers 10. Sinfonie. Es wird hier also mit dem Klischee gespielt, dass man einfach wild auf die Tasten hauen kann und schon hat man Zwölftonmusik. Dies ist ja nun der Tonvorrat, aus dem im Grunde jede Musikrichtung besteht. Es stellt sich somit die Frage, was macht gerade die Zwölftonmusik so besonders? Nun, in anderen Musikrichtungen, wie zum Beispiel in der deutschen Volksmusik, ist man der Ansicht, einige Tasten wären besser als andere. So trifft man in der deutschen Volksmusik vorwiegend auf weiße, dagegen in der amerikanischen Jazzmusik verstärkt auf schwarze. Leider gibt es in der deutschen Volksmusik immer noch ein paar Unbelehrbare, die glauben, zu viele Schwarze würden den Weißen die Arbeitsplätze wegnehmen. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Zumal man sich auch in der deutschen Volksmusik nur allzu gern einiger Schwarzer bedient, alleine schon, um sich an ihnen zu bereichern. Klanglich. Hier wird nicht Rassismus aufs Korn genommen, sondern mit den Farben der Tasten rumgejuckst. Wartke wechselt vom Durchblicker zum gehoben kahlauernden Komiker und macht darin ja auch eine gute Figur. In der Zwölftonmusik ist so etwas von vornherein ausgeschlossen, denn hier herrscht absolute Gleichberechtigung. Man kann sagen, das kommunistische Prinzip. Hier darf kein Ton ein zweites Mal erklingen, bevor nicht alle anderen 11 erklungen sind. Das ist fair, denn auf diese Weise kommt jeder Ton gleich oft dran und alle sind zufrieden. Eine satirisch überspitzte, einfache Beschreibung der Technik und als solche auch treffend. Das Problem ist nur, es klingt immer scheiße. Ja. Ja. Da hat er das Publikum gewonnen. Befreit darf sich jetzt jeder überlegen fühlen, aufgehoben in einem Applaus, in dem man sich gemeinsam positioniert. Fast alle haben mal schräge Musik gehört und gedacht, komisches Zeug. Und dafür studiert man?
Und diese bei jedem individuelle Irritation wird jetzt von ihm zu einer kollektiven Ablehnung kanalisiert. Wer sich bis dahin einfach nur überfordert und ausgeschlossen fühlte, darf jetzt zusammen mit dem Durchblicker des Kaisers neue Kleider entlarven. Wie man es auch dreht und wendet, es ist so, als würde man versuchen, einen Satz zu sagen, in dem man jeden Buchstaben auch nur einmal benutzen darf. Aber alle müssen drankommen. Na, probieren Sie es mal. Klingt auch scheiße. Ich glaube aus diesem Grund, Zwölftonmusik ist wie der Kommunismus auch vom Prinzip eine gute Idee, nur leider vollkommen an der Realität gescheitert. Gut, es gibt natürlich immer wieder Leute, die sagen, Moment, vielleicht ist die Menschheit einfach noch nicht reif für den Kommunismus. So sehe ich es auch mit der Zwölftonmusik. Wartke hat immerhin 5 Jahre Musik auf Lehramt studiert. Er musste doch zumindest wissen, wer alles Werke von Schönberg, Berg und Webern aus Überzeugung aufgeführt hat und wen er alles damit ins Unrecht setzt. Alfred Brendel, Leonard Bernstein, Herbert von Karajan, Maurizio Pollini, Claudio Abbado, Simon Rattle, eigentlich braucht man nicht weiter aufzuzählen. Eine Diskussion um die Problematik der Zwölftontechnik gibt es, aber in der Fachwelt gibt es keinen Zweifel am Rang dieser 3 Komponisten. Ist das Ignoranz, wenn Wartke sich darüber hinwegsetzt? Nein, so funktioniert eben Populismus. Man instrumentalisiert individuelle Irritationen, die bestenfalls mit sehr großem aufklärerischen Aufwand ausgeräumt werden können, für den persönlichen Erfolg und nimmt dabei in Kauf, dass Ansätze von Verständnis für die Probleme, die für die Irritation sorgen, zunichte gemacht werden. Aber ist das denn nicht einfach Satire? Satire, die sich nicht gegen einen stärkeren Gegner richtet. Zum Beispiel politische Verhältnisse oder eingefahrene Denkmuster, sondern gegen einen Schwächeren, zum Beispiel Flüchtlinge oder Ausländer oder ungewohnte Denkmuster, ist zumindest eine sehr fragwürdige Satire. War Wartke bewusst, dass man auf diese Weise alles Mögliche bloßstellen kann? Operngesang, abstrakte Kunst, zeitgenössischen Tanz, experimentelle Lyrik, Obertongesänge aus der Mongolei? Ja oder nein? Ich weiß nicht, welche Antwort verzeihlicher wäre.